that supposed to happen? I don't know. Die Uncharted-Hauptserie mag zwar Geschichte sein, das heißt aber nicht, dass es mit Uncharted vorbei ist. Wir sind gerade auf Day 3 und haben eine exklusive Demo, ein exklusives Demo-Video gesehen zu Uncharted The Lost Legacy. Ursprünglich geplant als eine Art DLC bzw. Add-on zu Uncharted 4, ist es jetzt eigentlich schon zu einem eigenen Spiel entwachsen. Spielt ein paar Monate nach dem Ende, nicht dem Epilog von Uncharted 4. Und anstatt Nathan, der ja nicht mehr für die Hauptrolle zur Verfügung steht, schlüpft mir diesmal in die Haut von Chloe. Kennt man ja aus dem zweiten Teil und hat auch sonst einige kleine Auftritte gehabt in der Serie. Und mit ihr dabei, bei ihr dabei ist Nadine, bekannt aus dem vierten Teil, dort als sekundäre Antagonistin auch sehr gut in Erinnerung geblieben durch ihre sehr, sehr coole Figurenzeichnung eigentlich. Also mit diesen zwei Damen, die ja beide so ein bisschen graue Figuren sind, zwischen gut und böse angesiedelt, sind wir hier unterwegs. Und was wir bisher dachten war, dass uns in The Lost Legacy eher so eine Art Uncharted in ruhig erwartet. Das heißt, die ersten Trailer waren eher relativ langsam, es wurde relativ wenig geschossen, es wurde viel auf Atmosphäre gesetzt. Und das wird natürlich auch weiterhin so der Fall sein bei The Lost Legacy. Allerdings haben wir jetzt gemerkt in diesem Demo-Level, das wir zu sehen bekommen haben, ja, es ist nach wie vor Uncharted. Und zwar sind wir eben gemeinsam mit Chloe und Nadine hier unterwegs in Indien, und zwar sind wir auf der Suche nach dem Stoßzahn von Ganesha, also dieser indischen Gottheit. Und auf der Suche nach dem Stoßzahn werden wir verfolgt von, wie kann es anders sein, einer bösen Armee, die uns einerseits an die Wäsche will und andererseits an ein Relikt, das wir schon gefunden haben, uns abnehmen, um damit eben den Stoßzahn zu finden. Und das mündet dann in diesem Demo-Level, das wir gesehen haben, darin, dass die zwei Damen gemeinsam durch den Dschungel laufen, erstmal fröhlich herumklettern, das typische Uncharted-Gameplay erleben, auch den Schwunghaken, also diesen Enterhaken aus Teil 4 zur Verfügung haben. Das fühlt sich also schon sehr nach Uncharted an, und dann kommt der Moment, wie kann es anders sein, der Boden bricht zusammen, denn egal wo die Helden von Uncharted draufsteigen, immer bricht der Boden zusammen und dann geht die Action richtig los. Das heißt, die feindliche Armee wird auf uns aufmerksam. Wir haben eine geniale Mischung aus Herumrennen, Herumklettern, Schießen, Ausweichen, dies und das und überhaupt. Also ein Actionfeuerwerk, gut durchchoreografiert, wie man es von Uncharted gewohnt ist. Dank der recht großen Gebiete und verschiedener Vorgehensweisen, aber trotzdem auch sehr dynamisch und nicht so, dass man wirklich einfach nur einer Linie folgt und eigentlich keinerlei Möglichkeit hat, hier irgendwo in das Gameplay einzugreifen. Macht viel Spaß, schaut super aus, Uncharted 4 sieht ja super aus und nachdem es dieselbe Grafik-Engine ist, natürlich The Lost Legacy auch. Ist aber tatsächlich sehr, sehr nah dran an dem, was wir kennen. Nach dieser Action-Sequenz ist dann wieder so eine ruhige Sequenz, wo wir durch eine Höhle bzw. durch einen verfallenen Tempel laufen und dann auch wieder diesen bekannten, typischen, ruhigen Uncharted-Moment vorgesetzt bekommen. Aber es ist jetzt nicht in eine Richtung gehend oder in die andere. Es ist diese Uncharted-Mischung. Das kann man jetzt dem Spiel natürlich vorwerfen, wenn man sagt, ja, bei so einem Add-on, der jetzt auf neue Figuren setzt, möchte ich auch ein neues Gameplay haben oder zumindest ein angepasstes Gameplay. Hat mich jetzt ja persönlich nicht so sehr gestört, denn Uncharted 4 ist nicht umsonst eines der bestbewertesten Spiele der letzten Jahre und auch eines für mich, meiner Meinung nach, der besten Spiele der letzten Jahre. Wenn ich mehr von all dem bekomme mit einem frischen Anstrich, weil neue Figuren, bin ich schon sehr glücklich. Ja, und warte schon sehnsüchtig auf den Termin. In ein paar Monaten ist es ja schon soweit und bleibe sehr zufrieden zurück. You know nothing about me. Casualty of war. Don't!